Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Eurofishing. Letztes Mal hatte ich schon gesagt, es gibt tatsächlich einen neuen Bosskarpfen in Spanien. Und ich hatte ja angekündigt, dass wir den natürlich fangen wollen. Also, heute geht's ab nach Spanien und wir gucken mal, ob wir den kriegen können. Ich glaub's nicht, aber ein Versuch ist es wert. Also habe ich mich natürlich erstmal ausgerüstet. Denn ich habe mal hier ein paar größere Köder eingepackt. Und zwar ist die Tigernüsse. Die haben leider kein Bild. Ist ein bisschen schade, aber 20 mm Tigernüsse. Es gibt ja auch einen 15 mm, aber wir wollen natürlich den Monsterkarpfen fangen. Also ganz klar, nehmen wir den 20 mm Köder mit. Und da habe ich noch ein paar große Bodies eingepackt. Ich glaube 18 mm oder so. Ja, die hier sind, glaube ich, die größten, die es gibt. Und deshalb habe ich die beiden Sachen eingepackt und werde mit den beiden Sachen versuchen, Erfolg zu haben. Die Tigernüsse sollten zumindest dafür sorgen, dass wir kein Wels fangen. Weil ich glaube, bei dem hier steht's, was Karpfen stark anzieht. Also gut, kann natürlich sein, dass jetzt vielleicht doch schon mal als Beifang Wels rausspringt. Aber in erster Linie sollten wir damit die Welse an Land ziehen. Ich guck mal gerade, ob ich noch vielleicht... Da steht was von zweier Haken beim Köder, aber... Wo gibt's den? Wahrscheinlich hier die Richtung. 4, 6, 8. Ne, auch nicht. Hier haben wir 8 als größten. Das ist auch nicht, also muss das hier sein. 8, 4, 4, 6. Ne, keine Ahnung, wo es hier einen zweier Haken gibt. Hab ich den irgendwo gesehen? Ne, hier gab es auch nur die Vierer. Ja gut. Dann werden wir es mit dem Viererhaken versuchen. Macht auch nichts. Erstmal gehen wir auf jeden Fall zum Angeln. Und zwar zum freien Angeln. Und natürlich nach Presa del Monte Bravo. Und wählen den See aus. Fangen wir um 6 Uhr morgens an. 4 Stunden wie immer. Zufällig von mir aus. Angelkoffer 2. Und dann geht's los. Ja, mal schauen, ob das was wird. Jetzt, wo die Busfische so schwer zu fangen sind, könnte das natürlich schon ein Problem werden. Gerade so innerhalb der Aufnahme dann in der begrenzten Zeit, dann ist das natürlich nochmal eine andere Sache. Und ich weiß natürlich auch nicht, an welchem Spot die sind, beziehungsweise ob die jetzt tatsächlich so random sind, dass es eigentlich egal wäre. Aber weil mir der Spot hier schon mal Glück gebracht hat, möchte ich da natürlich wieder hin. Denn da ist ja unsere altbekannte Felswand gegenüber. Und da werde ich es mal einfach versuchen, ein paar Fische zu überlisten. Ich denke, ich werde zwei auf Tigernüsse auslegen und einen mit großen Boilie und dann mal gucken, was passiert. So, einmal hier wieder nach vorne laufen. Was haben wir hier für Haken? Da, Viererhaken, Tigernüsse. Und ab geht die wilde Fahrt. Sehr gut, der liegt schon mal direkt davor. Na, holen wir noch mal ein bisschen näher ran und jetzt sag nicht, ich kann ihn ernsthaft nicht. Stehe ich jetzt ernsthaft zu weit davon weg? Ich habe mich extra noch zum Rodpot hinbewegt, aber anscheinend nicht weit genug, oder was? Dann stehe ich mich halt mitten rein, ist mir auch egal. Und dann werfen wir nochmal aus. Ja, gut, da können wir sie liegen lassen. Dann die zwei, mit der wir das gleiche machen. Haken, Größe 4, Tigernüsse. Und auch da vor die Seite der Felswand. Ich hoffe, dass da kein Bild ist, hat keine negativen Auswirkungen auf den Köder. Nicht, dass der Köder jetzt irgendwie buggy ist und der gar nicht funktioniert. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber da wird gerade die Theorie widerlegt. Denn wir kriegen tatsächlich schon den ersten Biss. Da bin ich doch gleich mal echt gespannt, was das sein wird. Und deshalb nehmen wir jetzt die Rute in der Hand. Bremse zu. Beziehungsweise auf 28% und dann drillen wir den guten Mann und schauen mal, was wir auf die erste Tigernuss unseres Lebens fangen werden. Habe ich ja noch gar nicht mit geangelt. Ich glaube auch mit den Kleinen noch gar nicht. Vielleicht entdecken wir hier den neuen Geheimköder, um auch beim Turnier ein bisschen
besser abzuschneiden. Wenn wir jetzt hier natürlich hier die großen Karpfen rausziehen, wäre das natürlich schon nice. Und da kommt der Biss auf die andere Tigernuss. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Also auf jeden Fall schon mal ein guter Start. So kann es von mir aus gerne weitergehen. Die Frage ist nur, ob der jetzt natürlich so lange dran bleibt, wie wir hier den Fisch drillen. Dazu müsste der natürlich erstmal aufgeben, aber das wird er noch einige Zeit nicht tun, denke ich. Aber die Felswand scheint bis jetzt zumindest schon mal ganz vielversprechend zu sein. Und selbst auf die großen Köder zwei Fische, das ist natürlich schon mal nicht schlecht, hat er sich jetzt hier schon ergeben. Sieht fast so aus. So, ich sehe aber noch leider nichts. Ich werde jetzt mal versuchen zu keschern. Hat geklappt und, ja, okay. Also groß ist der nicht wirklich. Was hat er? 6 Kilo, das ist ja eine Frechheit bei dem Köder. Dann nehme ich mal schnell die 2 in der Hand, gucken, ob die besser läuft als die Nummer 1. Ah, 6 Kilo ist ja schon fast enttäuschend, möchte ich sagen. Und der hier macht mir nicht gerade einen größeren Eindruck. Ich weiß nicht, ob der sich jetzt schon ergeben hat. Ne, angeblich nicht. Also hoch kommt er zumindest noch nicht. Aber der bringt nicht mal die Schnur auf Spannung. Von daher glaube ich nicht, dass der viel größer sein wird. Da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr von erhofft. Aber die Folge ist jung. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Da kann natürlich noch alles kommen, was hier drin rumschwimmt. Müssen wir einfach mal weiter die Daumen drücken und abwarten, was da kommt. Der hat sich jetzt auch hier ergeben. Auch ein Karpfen. Schuppenkarpfen diesmal, glaube ich. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ah, und auch ein... Ja, doch, Schuppenkarpfen. Hä, ach so, im Wasser sah das wie ein Spiegelkarpfen, dachte ich. Aber der hat auch so schwarze Schuppen wie der eine Bossfisch, den wir einmal gefangen hatten. Aber ist auch nur ein Common Carp. Immerhin mit 8,7 Kilo. Also, wir nähern uns in 2er Schritten dem Bossfisch. So sieht er nämlich aus. Also noch ein paar Fische, dann haben wir den auf jeden Fall. Wie gesagt, beim letzten Mal hatte ich das schon ungefähr hochgerechnet, dass er so um die 30 Kilo haben müsste. Also noch ein paar und dann sind wir auch soweit. So, die liegen wieder schön und da kommt auch direkt der nächste Biss. Aber wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich lege den jetzt auch vor die Felswand. Ich lasse den erstmal so mal hier kurz liegen. Weil vor der Felswand scheint es ganz gut zu laufen. Oder es liegt halt einfach an den Tigernüssen. Das kann natürlich sein, dass ich für den Body gerade keinen Biss bekomme. Ja, und der schlägt jetzt zumindest schon mal so ein bisschen in den fast roten Bereich aus. Also, vielleicht sind es jetzt tatsächlich die 10 Kilo. Also der nächste 2er Schritt könnte erfüllt sein. Aber immerhin nicht zu früh freuen hier, denn können natürlich auch noch die Brasse sein mit dem Kilo, die gerade nur gegen Baumstamm geschwommen ist und der Baumstamm sich in der Schnur verhakt hat. Alles ist hier möglich. Da dürfen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber jetzt ist er schon mal zu unseren Füßen. Jetzt nur noch nach oben drillen und dann soll das hier im Kescher landen, das gute Fischlein. Aber die anderen Routen bleiben auch bis jetzt noch ruhig, also noch kein Stress hier. Dann können wir noch ein bisschen mit dem Fisch hier spielen und den erstmal in aller Ruhe ausdrillen. Ja, die pinken Ruten habe ich leider noch nicht. Aber irgendwann werden die mit Sicherheit kommen. Und jetzt kommt auch schon der nächste Fisch, der sich gleich hier einreihen wird. Der hier sollte, glaube ich, auch nicht mehr allzu lange rumschwimmen. Also können wir den einsam mit Sicherheit noch landen, glaube ich. Wenn der jetzt nicht besonders kurz dran ist.
Kann natürlich sein, dass er gleich direkt wieder abgeht. Aber der kämpft auch schon ein bisschen länger, glaube ich. Also könnte das tatsächlich schwerer sein. Jetzt kommt er hoch. Gucken wir mal. Ja, der sieht eigentlich ganz gut aus. Schauen wir mal, was wir da gelandet haben. Wieder so ein Einhornkarpfen. Aber so die 10 Kilo könnte er schon geknackt haben. Ja, und eins ist natürlich weg, weil ich wieder hier zu lange rumgehampelt habe. Aber tatsächlich, die 10 Kilo sind am Start. Das heißt, den packen wir zurück und wollen jetzt natürlich den 12 Kilo Karpfen fangen. Und dazu werfen wir da schön da vor die Felswand. Die Route resetten wir mal kurz und dann weiß ich nicht, ob ich den Ball jetzt auch da vorlegen soll. Ja, da kommt direkt der nächste. Den mal kurz hier ins Wasser ziehen. Ich hätte gerne auf jeden Fall so eine Gewässerkarte oder sowas, wo man die Tiefe einsehen kann. Denn ich weiß natürlich gar nicht, ob mein Bolli da irgendwie schön im tiefen Wasser liegt oder eher auf einer Sandbank. Ich weiß wohl, dass da ein Schlamm liegt, aber mehr auch nicht. Was vielleicht auch gar nicht so gut ist, weil ich glaube, das ist ein sinkender Boilie. Wenn der im Schlamm dann liegt, dann könnte er natürlich relativ schnell verdeckt sein. Und das könnte erklären, warum wir nichts fangen. Beziehungsweise zumindest auf dem Boilie nicht. Wir fangen ja hier bis jetzt zumindest ganz gut. Aber leider auch noch nicht allzu große Fische. Und Bossfische erst recht nicht. Die habe ich schon tatsächlich, ich glaube seit dem Patch, wo die das gefixt haben, dass die so oft beißen, habe ich tatsächlich gar keinen mehr gefangen. Aber ich habe das Spiel auch nicht wirklich viel gespielt in der Zwischenzeit. Deshalb ist die Aussage jetzt auch mit Vorsicht zu genießen. Aber in den Kommentaren steht auch immer wieder, dass die doch schwer zu fangen sind, die Bossfische. Und sich die Leute damit schwer tun. Das liegt wohl ganz einfach an dem Patch hier. Aber ist auch besser, als wenn die so wie vorher beißen. Das war ja schon ein bisschen arg viel, dass man bei jeder Sitzung 3 Bossfische hatte in 20 Minuten. Das ist natürlich auch nicht der Sinn des Spiels. Deshalb eigentlich ganz gut, dass sie das mal ein bisschen höher geschraubt haben. So, gucken wir mal, ob der Einsatz lang genug dran ist oder ob wir den wieder verlieren, während wir den Fisch hier drillen. Das ist die 3. Aber zieht der jetzt auch ab oder hat das nur so kurz gepiepst wieder? Ich glaube, das hat nur kurz gepiept. Ja, ich sehe nämlich ja, keine Bewegung bei der 3. Alles easy. Den hier landen wir erstmal, würde ich sagen. Gucken wir mal. Ah, ein schwarzer. Stell mal 10 Kilo, okay. Weg mit dem. Und die 1 in der Hand, bevor sie wieder ab ist. Und dann gucken wir mal, ob das hier vielleicht nochmal was wird. Ja, bis jetzt nichts Größeres als 10 Kilo dabei. Oh, aber der hier hat nochmal. Der zieht jetzt hier nochmal ordentlich an der Bremse. Gucken wir mal, was da gleich zum Vorschein kommt. Auf jeden Fall ist die Fängigkeit auf Karpfen mit den Tigernüssen schon mal gut. Bis jetzt kein Beifang. Aber der jetzt zieht gut an der Bremse. Aber das heißt natürlich nichts. Ich glaube einfach, dass bei den anderen Routen das ein Bug ist, dass man den Sound irgendwie nicht hört. Weil manchmal scheint man den zu hören, manchmal nicht. Wann genau, weiß ich nicht. Aber ob es tatsächlich aussagekräftig ist, dass man jetzt den großen Fisch ran hat, das werden wir gleich sehen, wenn der hier aus dem Wasser raus ist. Dazu müsste sich aber erstmal geben. Aber wir haben ja keine Gefahr, dass du bei der 3 was anbeißt. Also haben wir hier alle Zeit der Welt,
das Ganze in Ruhe zu machen. Und jetzt kommt er hoch. Da sehen wir ihn. Die Flosse ist auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht, würde ich sagen. Gucken wir mal, was wir hier aus dem Wasser heben. Ja, ich denke auch wieder so ein 10 Kilo Fisch. Vielleicht 11, aber viel mehr wird der auch nicht haben. Ja, auch wieder 10,6 haben die irgendwie alle. Na gut. Wir versuchen es natürlich weiter. Wenn nicht, klärt mich gerne in den Kommentaren nochmal auf, wo ich die Zweierhaken finde. Ich bin da irgendwie zu blind für. Also ich habe jetzt hier den größten Haken und ich glaube auch den größten Köder mit 20 mm. Ich glaube die Dumbbells gehen bis 18. Vielleicht gibt es auch welche mit 20, weiß ich nicht, aber mit 20 bin ich auf jeden Fall vorne dabei. Ich lege jetzt mal den Bolli vor die Wand. Guck mal, was dann passiert. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr Erfolg. Ich lege hier mal in die Mitte da rein. Na kommt. Ja. So lege ich den mich da rein. Nicht mal bis zur Wand komme ich mit dem Ding. Der Fisch hängt aber auch schon an der 2 wieder. Trotzdem möchte ich die hier erstmal auswerfen. So, an der 1 auch. Aber wir fangen natürlich bei der 2 an, denn der war zuerst dran. Also gucken wir mal, was da so geht. Und wenn jetzt an der 3... Ah, hier geht auch die Bremse wieder jetzt an der Route. Gerade war das die 1, wo die Bremse ging. Aber gut. Wenn wir jetzt auf der 3 auf jeden Fall da einen Biss bekommen, dann würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir zumindest festhalten können, dass die Stelle vor der Felswand schon mal keine schlechte ist. Und wenn wir keinen Biss bekommen, dann können wir festhalten, dass der Boilly absolute Oberscheiße ist und wir damit vielleicht beim Turnier nicht so sehr auf Karpfen angeln sollten, denn dass tatsächlich dann die Tigernisse bevorzugen sollten. Auch wenn das Turnier natürlich am anderen Gewässer ist, aber auch da gibt es natürlich Karpfen. Und wenn ich da ein paar Karpfen mehr fangen könnte als mit Boilies, wäre das natürlich nicht schlecht. Wobei ich beim letzten Mal gar nicht mal so wenig gefangen habe, aber die waren einfach zu klein. Und groß sind die hier auch nicht, deshalb weiß ich nicht, ob das so den Unterschied macht. Der hier ist auf jeden Fall erstmal oben. Landen wir den mal kurz. Immerhin ein Spiegelkarpfen diesmal. Oh, und der Einser ist weg. Aber wir nähern uns wieder dem unteren Rand mit 6 Kilo. Das ist natürlich jetzt hier nicht Sinn und Zweck der Sache. Also werfen wir nochmal schnell die Rute neu aus. Schön ins Wasser plumpsen lassen. Und der Biss kommt auf die 3. Interessant. Nehmen wir erstmal die 1 und werfen die wieder da hinten hin. Wobei, das können wir uns, glaube ich, sparen, denn auf die 2 kriegen wir auch schon wieder den Biss. Aber wir nehmen erstmal die 3, denn ich möchte mal sehen, was man hier mit dem Boilies jetzt fängt. Tigernisse haben wir jetzt hier genug gesehen. Auch wenn es wahrscheinlich wieder ein Fehler war. Und jetzt wahrscheinlich an 2 der Bossfisch dranhängt und gleich ab ist und wir es nie wissen werden. Aber wir können dann immerhin behaupten, wir haben ihn dran gehabt. So läuft nämlich Angeln. Ja, man hat den großen Fisch immer dran gehabt, aber man hat ihn nicht rausbekommen. Ja, aber erstmal bin ich hier gespannt, was sich hier blicken lässt. So, ist schon mal zumindest bei uns. Jetzt nur noch ein bisschen aus der Tiefe hochholen. Und dann werden wir das Geheimnis des Boilies lösen. Scheint auf jeden Fall gerade einfach am scheiß Spot gelegen zu haben. Da mitten im See rein. Da war einfach nichts. Auch wenn ich jetzt hier springe mitten im See, deshalb weiß ich nicht. Also da war ja auch Fischaktivität, wo ich dann hingeworfen hatte, aber anscheinend war es nicht ausreichend, um hier einen Fisch zu fangen.
Also werde ich jetzt meine Routen immer schön vor die Felswand packen. Felswand. Ich glaube, ich habe mich gerade versprochen. Aber der Zweier bleibt ganz schön lange dran bis jetzt. Mal gucken, ob der gleich auch noch dran ist. Ich befürchte fast, dass er wieder genau dann abgeht, wenn er... Beziehungsweise, wenn wir gerade den Trophy-Screen haben. Aber ich möchte da jetzt auch nicht durchhasten. Und einfach auf Leertaste hämmern. So wichtig kann das nicht sein. Erstmal muss der sich aber hier ergeben, denn der wehrt sich jetzt doch ein bisschen. Kommt nicht nach oben. Ja, hier springt nochmal so ein schöner schwarzer Karpfen. Davon haben wir auch schon eingefangen. Vielleicht war es der auch von gerade, wollte uns doch mal Hallo sagen. Wir mussten ihn ja leider wieder reinwerfen. Aber der hier, der kämpft schon gute 2-3 Minuten. Da bin ich echt mal gespannt. Vielleicht bringt das mit dem Boilie tatsächlich was. Den dürfen wir nur nicht beim Landen wieder verlieren. Das ist immer die größte Panik, die ich habe. Dass ich den einfach bei der Landung wieder verliere. Ich versuche jetzt immer die Spannung aufrechtzuerhalten, indem ich die Route nach hinten ziehe bei der Landung. Okay, der Zweier ist weg. Das war abzusehen, nachdem der jetzt hier doch ein bisschen länger braucht. Aber umso länger der braucht, umso besser sind unsere Chancen. Das ist ein großer jetzt, aber jetzt kommt er hoch. Jetzt hat er sich seinem Schicksal ergeben. Und es taucht auf ein Wels. Ein Wels fangen wir mit dem Boilie. Alles klar. Gucken wir mal, was das für einer ist. Ja, immerhin Wels, kein großer. Aber Wels ist Wels. Mit dem Boilie überlistet. Catfish 16 Kilo. Hab schon mal größer gefangen, besonders hier in dem Tümpel. Auch in dem anderen Tümpel, also ich habe bei beiden schon die dicksten gefangen. Aber ich denke, nach dem Patch ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Erfolg. Denn ich glaube, nach dem Patch habe ich auch noch keinen Wels gefangen. Also interessant, vielleicht machen wir nochmal eine Wels-Session mit Boilie oder so. Vielleicht dann noch im Multiplayer, mal gucken. Das hier soll es auf jeden Fall erstmal von diesem Video gewesen sein. Den Bosskarpfen leider nicht erwischt, geschweige denn überhaupt irgendein Boss. Auch nicht die alten Bossfische. Den neuen schon mal gar nicht. Schade, schade, aber ist natürlich nicht die letzte Folge gewesen. Deshalb irgendwann werden wir den schon überlisten. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und dann sage ich Petri Heil und bis zum nächsten Mal.